Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren paar Fragezeichen zu ARMS. Denn seit dieser Woche Freitag gibt es das Update 2.0.0, was beinhaltet kleine Neuerungen und einen neuen Charakter namens, man kennt ihn aus dem Grand Prix, es ist der sagen und wobende und doch schlagbare Max Bress. Und ihn würde ich irgendwie eher einschätzen, als wäre es voll der OP-Charakter, weil heilige Fresse, er geht ab. Er geht ziemlich ab. Aber es gibt ja noch andere kleine Neuerungen, beziehungsweise seine Arme sind dafür halt auch dabei, das ist auf jeden Fall klar. Und ja, es gibt noch was anderes. Das habe ich für mich offscreen auch privat noch nicht angeschaut. Es gibt Statistiken, vielleicht zu Charakteren, die man gespielt hat, wie lange sie gespielt man hat. Und ja, vielleicht welche Arms man am häufigsten spielt oder so. Ne, wenn's. Keine Ahnung. Lassen wir uns bei den Statistiken mal reinschauen. Vers 2, vielleicht war Version 2? Was haben Version 1? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Wofür ist jetzt Version oder Variante? Ne, Version 1 und 2. Sind das die. Soll das darstellen, dass ich mit denen am meisten gespielt habe oder so? Könnte eventuell sein. Also, das wüsste ich jetzt eigentlich jetzt gerade nicht. Aber man kann halt sehen. Oben rechts. Mit dem Name hier mit Bewegungssteuerung gespielt und hier ist noch gar nichts angegeben. Auf jeden Fall Lieblingsarms sind hier noch keine. Warum ist hier Springman überhaupt mit dabei? Ich habe Kid Cobra als erstes angetestet. Und warum die Frosterang meine Lieblingsarms sind, weiß ich auch nicht. Also ich habe immer so gewechselt mal zwischen Frosterang und die anderen Arms da, die er da hat. Aber ja, okay. Irgendwas mit Detail geht auch noch. Achso, am häufigsten verwendet. Frosterang, Flammheiter, Aromant, also Frosterang auf dem ersten. Warum auch immer, okay. Statistik, okay, hier sieht man die Kämpfe. Dann noch alles drum und dran. Kämpfe insgesamt 27, Kämpfe in Prozent 70%, Volleyball 50%. Also hat gewonnen jedenfalls. Ja, Volleyball nur zur Hälfte. Basketball, ja, es geht. In Schwarze, warum 0%? Reden wir offline? Vom Grand Prix oder reden wir online im Standardkampf? Keine Ahnung. Okay. Längste Siegesserie beim Armstest 2. Nur 2? Okay, das kommt jetzt von dem Account. Auf meinem Main-Account habe ich mit über 10 oder es waren irgendwas mit 12 oder 15 oder so. Aber danach habe ich einfach selbst aufgegeben, weil das wird zu leicht. Man hat keine Schwierigkeit oder so. Dass nicht die Schwierigkeitsstufe wie so eine Treppe halt quasi immer steigert oder halt erhöht wird. Bestzeit 100 kommen. 5 Minuten 36, 56 Sekunden im Springstadion. Stadion. Ja. Höchstpunktzeit im Arms Tipo 1470. Das kann ruhig hinkommen. Ein höchster Rang 2. Wofür ein höchster. Achso, ja. Für die Ranglistenkämpfe natürlich. Warum steht dann da Ranglistenkampf 3? Freunde 5. Standardkampf 5. Ja, okay. Mit dem habe ich hier noch gar nichts. Warum ist hier überhaupt Springman aufgelistet? Habe ich mit denen überhaupt mal gezockt? Kann mich gerade nicht daran erinnern. Steht auch überall 0 da. Achso, beim Arms-Test dann nochmal. Ah, Arms-Support auch nochmal. Ja, okay. Wahrscheinlich mit den beiden, die ich am häufigsten gespielt habe. Okay. So, was sind jetzt die Events? Möchtest du an offiziellen Online-Events für ARMS teilnehmen? Hinweis, du kannst jederzeit wählen, ob du teilnehmen möchtest oder nicht. Weitere Informationen zu bevorstehenden Events findest du auf der Nintendo-Homepage. Ich habe keinen Schimmer, was generell die Online-Events sind, aber wir nehmen einfach mal teil. Vielleicht sind das dann spontan irgendwelche Dinger oder so, irgendwelche bestimmten Kämpfe oder so, wer weiß. Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Werden wir mehr irgendwie später herausfinden? Ah, ne, das sind nur irgendwelche Leute. Künstlichen Leute.
So, womit werden wir jetzt ihn testen? Ich hab grad so ein Bild im Kopf. Einfach mal im Grand Prix, in irgendeinem beliebigen Schwierigkeitsgrad zocken. Und dann in Final Fight, Max Press gegen Final... Ach, Max Press gegen Max Press. Was? Das wäre ziemlich interessant. Das wäre ziemlich interessant, sogar wirklich. Aber ich mache einfach mal so einen kurzen Ranglistenkampf. Einfach mal so, weil ich es kann. Also es wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Naja, es ist auf jeden Fall gut, dass wir ein bisschen mehr gemacht haben. Also ich bin auf jeden Fall auf die Events gespannt. Statistiken kann man halt sehen. Zwei Charaktere, mit denen man dann am häufigsten gezockt hat, eventuell. Und dann halt kann man noch sehen, was für Lieblingsarms. Auf jeden Fall, man geht da wahrscheinlich bis ins Detail. Wahrscheinlich. Wir nehmen auf jeden Fall Max Press. Und der hat wahrscheinlich auf jeden Fall auch wieder verschiedene Skins. Weil der linken Joy-Con den Stick reindrückt und nach rechts bekommt man dann die goldene Farbe. Was sogar richtig geil aussieht. Wirklich. Ich weiß noch nicht mal, wie die anderen Skins aussehen. Noch nicht immer. Und da sowieso mit einem Ranglistenkampf zwei Siege benötigt werden, haben wir auf jeden Fall Wahl, einen Arm mal mehr auszuprobieren. Ich werde auf jeden Fall Bomber Barbecue spielen. Wobei ich dazu geben muss, beim Privat habe ich ihn schon ein bisschen angezockt, aber ich finde seine Arme sind wirklich mega geil. Er lässt sich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, er lässt sich wie Master Mami steuern und gleichzeitig wie Springman, weil er hat dieselbe Fähigkeit kurz bevor er stirbt, so beim letzten Lebensbereich ungefähr, hat er wie so eine Art Rage. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Aber auf jeden Fall ist es dann so, dass es so ähnlich wie beim Springman ist. Deswegen, ich belasse es Rage, weil man sieht eine Gesichtsmimik und so generell. Er rastet auf jeden Fall hier komplett aus. Ich versuche gerade hier irgendwas zu reißen, aber irgendwie... Oh, na, das habe ich sogar gut hinbekommen. Oh. Ah, okay, na, das war... Das war jetzt richtig beschissen. Ich weiß nicht, was die Barbecue-Hände bzw. die Arme sagen sollen. Fehler bei der Datenübertragung. Warum? Machen wir es halt nochmal. Mann, was ist denn das, ey? Armesdiagramm. Können wir gerne mal nachschauen. Nein, hier gibt es nichts zum Wechseln. Wir können ja mal schnell durchgehen. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, neben der Arms von Kid Cobra, die sind auch sogar richtig nice, gefallen mir die Arms von Max Press sogar umso besser. Ich finde ich wirklich richtig geil. Ich weiß nicht, wie gesagt, was die Barbecue-Hände bewirken sollen, aber die Bomber-Arms sind richtig geil. Normal angreifen, dann explodieren halt die Arms. Und dann gibt es noch diese... Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen davon. Giga-Hammer. Die dann auch irgendwas bewirken oder so. Jedenfalls, alle drei Arms sind wirklich richtig geil. Wirklich, wirklich. Das sind somit sogar die besten. Ich habe das Gefühl... Neben eventuell Kid Cobra und Gripping Girl wird der dritte Main im Online-Kampf sein. Und zwar Max Press. Ich habe das Gefühl, der wird richtig durchschauen. Der wird richtig OP sein. Also auf jeden Fall, er wird durchschauen bis zum geht nicht mehr. Nein, das wird mir jetzt doch zu doof. Das wird mir jetzt ein bisschen zu doof. Ich will jetzt auch nicht so lange warten. Ach, mach mal einfach so. Machen wir einen normalen Kampf einfach mal so. Lege ich noch schnell noch die Regeln fest. Ja, normale zwei Runden. Computerstärke machen wir mal auf Level 5. Soll ja ein bisschen herausfordernd sein. Wenn ich sag, ist halt dumm, dann bin ich. Da kann ich halt nichts gegen die KI noch nicht mal ausrichten. Lass mal einfach alles normal. Ja, so wie immer. Was hat Max Press noch so für Skins? Okay, Stick nach oben bleibt immer normal. Warum auch immer. Und Stick nach rechts bewegen ist Gold. Stick nach unten. Silber. Was kommt denn dann? Bronze oder was? Warum war mir das klar?
Warum aber das klar? Sieht auch so ein bisschen leicht golden aus, aber irgendwie passt das auch so ein bisschen, ne? Gold für den ersten Platz zum Beispiel. Dann Silber für den zweiten. Aber das sieht eher, ja, so bronze-rot. Es ist etwas rötlich, aber es soll schon Bronze darstellen. Mir gefällt das Golden halt am besten. Es ist nice. Nein, wobei, das Silber ist eigentlich auch ziemlich nice. Ja, da fühle ich mich so als so minder bemittelt als zweiten Platz. Wir belassen es bei dem Goldenen. Max Bruce. Auf jeden Fall, nein. Nochmal gegen ihn. Nee. Auch wir nehmen. Ach, das ist jetzt egal. Nehmen wir random. Ich bewege jetzt den Stick jetzt in irgendeine Richtung. Für eine Farbe. Was ist das für Zufall? Na, okay, gut. Da. Ah ja, wir haben hier noch die Himmelsarena. Von Max Bruce. Stimmt. Daran habe ich jetzt nicht mal daran gedacht. Ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch zur Verfügung. Nice. Warum war das immer noch zur Verfügung? Ich habe es nicht angeschaltet, aber gut. Da werde ich hier jetzt bei dem Bomben und Barbecue Arms belassen. Weil er hat ja die Gigahammer dafür. Der andere Max Bruce als Bot. Passt. Let's fight. Kann ich ja hier nochmal gerne zeigen. Aber wie gesagt, er lässt sich... Wie gesagt, wie Master Mami steuern und hat die Fähigkeit wie von Springman. Wow, okay. Aber geht wirklich ab. Also ich würde sagen, das ist neben Master Mami der stärkere Charakter. Das war wieder knapp. Ja, jetzt ist aber auch gut, ne? Ey, komm. So, als Spezi, naja, jeder hat eigentlich immer so eine normale Spezi, aber er hat mehr reingehauen als Master Mami, Alter. Wow, shit. Das ist wirklich heftig. Wow. Also, bin ich jetzt reingeladen, das war mein Fehler. Ich spiele übrigens mit Pro-Controller, nee, hier im Grip. Ich werde dann den Pro-Controller haben, sobald Splatoon 2 draußen ist. Oh, er macht mich fertig. Warum macht er mich fertig? Das darf nicht wahr sein. Er ist nur Silber. Ich bin the real Max Press, Junge. Ich mach dich fertig. Amena. Das muss jetzt sein. Alter, Mann, der macht mich fertig. Was? Was ein Geier. Aber ich habe den Rage gerade aktiv. Ja, er blockt wieder. Ey, das ist so eine richtige Pussy-Taktik, ey. Okay, was soll man da sonst machen? Ey, komm, lass dich angreifen. Was soll das Scheiß? Betrug! Das hasse ich so sehr. Das ist... Ah! Ich finde das so ein Betrug. Vor allem... Shell die Schaf. Danke. Ich finde das so ein Betrug. Das ist das Lächerlichste, was es bei Arms gibt. Dass man... Obwohl der Timer runtergestellt ist, dass man irgendwie, wenn man noch in der Spezie ist, einfach so weiter angreifen kann. Stoppt einfach nicht, ne? Geht einfach weiter. Als irgendwie nach dem Timer, als könnte man nach dem Timer noch so ein, zwei Schläge zum Schluss noch verpassen. Das ist so, das regt mich da total auf. Das passiert mir sogar momentan, aktuell sogar ziemlich häufig. Das ist so unmöglich. Okay, ich wollte jetzt eigentlich Grab machen, aber okay, gut, danke. Ja, immer so ein bisschen auskontern, das bringt schon was. Ja, vielleicht wird das ja diesmal was. Ja, die Bomberarme sind auf jeden Fall richtig nice. Ah, verdammt. Man war da leider nicht getroffen, schade. Na komm, mach irgendwas. Ja, hat noch ein bisschen gewartet, bis ich angreife, ne? Oh. Oh, oh, nicht in die Bombe reinlatschen. Ah, das war jetzt viel besser. Ja, ich werde meine Spezi noch behalten. Ich werde noch ein bisschen warten. Ist ja gut. Jetzt ist er noch in dem sogenannten Rage. Komm, greif an. Scheiße, es hat nichts gebracht. Ja, das spricht doch. Ja, jetzt macht er wieder die andere Hand.
Jetzt wird er noch gewinnen wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, toll. Ja, jetzt bin ich tot. Betrug, sage ich einfach nur. Scheiße. Du mich auch. Nein, nicht nochmal. Hier, von der Drecks-KI. Hier. Du mich auch, ne? Nein, mach ich nicht. 15 Minuten, recht gut gezeigt. Einmal Verbindungsprobleme im Rangkampf. Geht da alles klar dafür. Ja, das reicht eigentlich schon, ja. Gut, knapp in einer Viertelstunde alles gemacht. Das reicht eigentlich, das ist schon genügend. Aber ich bin auf jeden Fall auf die Events ziemlich gespannt. Statistik, ja, geht eigentlich, ja. Auch sonst, das Update ist ganz gut und das war auf jeden Fall kostenlos. Und ja, das war's auf jeden Fall. Ob man das jetzt so als Let's Play Part so sagen kann. Ich mach's jetzt einfach so. Aber sonst, ja. Mal schauen, ob es irgendwann wieder einen Abends-Part geben wird. Das war so eine Ausnahme wegen Express. Und ja, das war's auch schon. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.